Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir eine sommerliche vegane Erdbeertorte. Dieses Rezept hier ist in Zusammenarbeit mit Dr. Oetker entstanden. Die vegane Torte ist so aufgebaut, dass für alle, die sich nicht vegan ernähren, dass sie keinen Unterschied merken und die Torte natürlich trotzdem super lecker ist. Ich brauche hierzu vor allem den Pürierstab. Das wird mein bester Freund während dieses Rezepts. Und der beste Freund des Pürierstabs ist ein hohes Gefäß. Das wirst du dann sehen. Dann habe ich weniger Widerstand und ich kann alles schön pürieren. Starten wir gleich los. Ich brauche mein hohes Gefäß. Hier gebe ich 240 Gramm Mandelmilch rein, 60 Gramm Rapsöl, 110 Gramm Zucker, den Abrieb einer Orange. Dann die Samen einer Vanilleschote, in der Mitte halbieren, auskratzen, beigeben. Parallel dazu gebe ich mir in eine größere Schüssel 220 Gramm Urdinkel Weißmehl, kannst auch normales Dinkel Weißmehl nehmen, und 8 Gramm Backpulver siebe ich mir zusammen ab. Und hier habe ich noch 50 Gramm gemahlene Mandeln auch dazugeben. Und mit dem Öl-Milch gemischt mache ich mir jetzt eine Emulsion, wird mit dem Pürierstab emulgiert. Hier siehst du, das Fett hat sich noch getrennt von den anderen Zutaten. Mit dem Emulgieren machen wir, dass das Ganze schön verbunden und homogen wird. Dann in die große Schüssel beigeben und guck mal, wie schön, dass das jetzt verbunden ist. Und jetzt nur noch alles zusammen mischen. So lange mischen, bis ein glatter Teig entsteht. Super easy hergestellt, dieses vegane Mandelbiskuit. Hier nehme ich mir einen Backring, 24 cm Durchmesser. Gut einschlagen, denn das Biskuit ist sehr weich und flüssig, sonst läuft das Ganze aus. Ich mache es gerne mit einem 26er Ring, das Papier durchdrücken, dann ist er perfekt eingeschlagen. Teig beigeben, ein bisschen verteilen und bei 180 Grad Umluft für 15 bis 20 Minuten backen. Wenn du nur Ober-Unterhitze hast, dann auf 190 Grad erhöhen. Nach guten 15 Minuten ist der Biskuit gebacken, raus damit. Den stürze ich mir gleich auf den Kopf. Papier abziehen, gleich hier rausschneiden, damit der etwas absacken kann. Den lasse ich mir jetzt erstmal auskühlen, kannst du dir theoretisch auch schon am Vortag vorbereiten. Eignet sich auch perfekt zum Tiefkühlen, dazu einfach in Frischhaltefolie einschlagen, auf Vorrat herstellen. Auftauen lassen und dann weitermachen. Es wird Zeit für die Füllung. Dazu Biskuit wieder umdrehen, Ring entfernen. Noch super weich, super feucht, das ist wunderbar so. Hier, den schneide ich mir jetzt schön gerade ab, etwa eine Dicke von 2 cm. Rest abschneiden. Wichtig ist diese Sägebewegung, nicht nur so durchdrücken, sondern immer schön sägen. Guck dir mal diese Porung an, wunderbar für ein veganes Biskuit. Der obere Teil werfe ich mir gleich aufs Backpapier, der kommt zurück in den Ofen, den trockne ich mir durch. Der wird dann schön pulverisiert, gemixt und dann habe ich gleich ein Einstreumaterial. Bei 80 Grad für 2-3 Stunden in den Ofen gehen. Bereite ich mir den Tortenboden vor, den Tortenring. Dazu kleide ich den wieder aus, nehme gleich den 24er Tortenring, den ich schon gebraucht habe, schlage den wieder ein mit Papier. Die Füllung hier ist ziemlich flüssig, so kann ich vorbeugen, dass nichts ausläuft. Und dann lege ich einen Torteneinsatzstreifen rein. Und zum Schluss noch den Biskuit einlegen.
Als nächstes 140 Gramm Erdbeeren, hinten einfach das Grüne abschneiden und in einen hohen Behälter geben. Das Ganze einmal schön pürieren. Fantastisch, hier ist so, je besser und reifer die Erdbeeren, desto besser die Torte im Endeffekt. Gebe ich mir in einen Kochtopf rein, den Saft einer halben Zitrone mit dazu und 3 Päckchen vom veganen Geliermittel. Das ist auf Basis Agar-Agar, also auf pflanzlicher Basis. Alles zusammen durchmischen und für 1 bis 2 Minuten auf dem Kochherd aufköcheln lassen. Parallel dazu habe ich hier 500 Gramm Seitentofu, Tofu auf Sojabasis als Alternative, die wir hier gerne im veganen Dessert einsetzen. Auch einmal schön glatt pürieren. Da verwende ich gleich den Pürierstab, den ich schon für die Erdbeeren verwendet habe. Zwischendurch hier ein bisschen rühren. Dann schlage ich 300 Gramm kalte Kokosmilch mit dem Seitentofu und 100 Gramm Puderzucker auf. So, 1-2 Minuten aufgekocht. Das hier kannst du dir gar nicht so gut aufschlagen wie normale Sahne, das ist völlig normal. Es geht hier mehr ums cremig, ums glattrühren. Und jetzt nehme ich hier die Erdbeermischung und gebe die nach und nach bei. Agar-Agar geliert schon bei 30 bis 40 Grad, darum dann die Creme direkt abfüllen. Man merkt jetzt schon, es wird fest. Das hier ist warm, die Sahne, Tofu ist kalt, dann habe ich gleich die perfekte Konsistenz, die perfekte Wärme. Einmal runtermischen, alles cremig rühren. Auch hier noch einmal so ein bisschen durchziehen, dass alles schön glatt ist, nicht dass irgendwo ein bisschen hängen bleibt. Und dann in unseren Ring, in unserem vorbereiteten Ring einfach einfüllen. Schön glatte, cremige Konsistenz, die bindet dann noch komplett ab. Dann einfach ein bisschen am Backblech klopfen, dann wird alles schön glatt, da die Füllung so weich ist. Hier mache ich dann noch einen schönen Fruchtspiegel oben drauf. Dazu muss ich die Torte aber zuerst durchkühlen. 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank oder einfach 1 Stunde in den Tiefkühler geben. Es wird Zeit für unseren Fruchtspiegel. Das System ist eigentlich genau das gleiche. Hier habe ich mir schon 250 Gramm Erdbeeren vorbereitet. Alternativ kannst du hier noch bis 50 Gramm Zucker beigeben. Da die Erdbeeren aber jetzt so lecker und so süß sind, verzichte ich gleich auf den Zucker. Jetzt aber zuerst wieder durchpürieren. Dann lasse ich das Ganze einmal durch ein Sieb durch. Noch 1 Päckchen veganes Geliermittel dazu. Besteht übrigens aus 4 Päckchen. Geht gleich auf für diese Torte. Durchmischen und noch einmal für 1-2 Minuten aufkochen. Dann gebe ich das Ganze in eine größere Schüssel rein. So kann ich es ein bisschen durchrühren, so kühlt es schneller runter, als wenn ich hier den heißen Topf habe. Ich darf das nicht kochend beigeben, sonst löst es natürlich die Creme sofort auf. So ein bisschen an den Rand raus. Und dann noch 5 Minuten stehen lassen und dann über die Torte gehen. Die Torte zum Kühlschrank rausnehmen. Hier braucht es ein bisschen Geduld. Es darf nicht ganz kochend heiß sein. Wenn es zu kühl ist, dann wird es schon fest.
Diese 5 Minuten haben sich eigentlich immer bewährt. Dann über die ganze Torte geben. Und sofort mit einer Karte verteilen. Man merkt jetzt schon, es wird fester, bindet sofort ab. Darum hier nicht lange machen, gleich verteilen. Leicht klopfen. Und zurück in den Kühlschrank damit. Torte zum Kühlschrank rausnehmen. Mit einem Messer lösen. Ring entfernen. Funktioniert mit dem Torteneinsatzstreifen wunderbar. Ablösen. Sieht super toll aus. Die hebe ich mir gleich auf eine Tortenplatte. Die ist schön stabil. Hier der Rand von der Glasur, den kann ich mir noch leicht abschneiden. Wenn der so ein bisschen ausgefranst ist, damit ich eine schöne Kante habe. Einfach mit dem Messer durchziehen. Dann steht das nicht so ab. Dann nehme ich den Biskuit zum Ofen raus. Da habe ich jetzt die Temperatur noch auf 100, 120 Grad erhöht, damit er noch ein bisschen Farbe bekommt. Jetzt einmal gut durchmixen. So, jetzt habe ich mein Einstreumaterial. Guck dir das mal an. Super fein. Wunderbar. Normalerweise nehme ich die Torte nochmal auf so eine Platte, hebe sie dann in die Luft und streiche sie ein. Mir wurde aber vielfach berichtet, dass das euch zu oder dass das den Zuschauern zu umständlich ist. Darum zeige ich dir heute eine andere Variante, gleich auf den Teller geben. Und dann kannst du checken, je nachdem, wie fest die Torte abgebunden hat, kannst du hier etwas nehmen und dann kannst du es so hinstreuen. Einfach so ein bisschen hochziehen. Wenn dir das zu wenig klebt, dann kannst du ein bisschen Marmelade nehmen. Das dient dann als Klebstoff. Zuerst die Torte einstreichen und dann mit dem Einstreuen beginnen. Dann den Rest einfach wieder so ein bisschen abschieben, dass der Teller wieder sauber ist. Du musst sie auch gar nicht einstreichen, das ist auch eine Möglichkeit. Den Rest hier kannst du dir als Haselnuss- oder Mandelersatz für ein Rezept sparen. Einfach auf die Seite geben, das ist mehrere Wochen haltbar, passiert nichts mehr, ist trocken. Oder wenn du nicht Veganer bist, dann kann ich dir auch das Rezept der Studentenschnitten empfehlen. Da kannst du das hier perfekt aufbrauchen. Dann nehmen wir noch etwas gehackte Pistazien noch einmal oben drauf. Ein bisschen verteilen. Dann noch ein, zwei Erdbeeren aufschneiden. Dann anschneiden. Rausziehen, das Stück wieder ansetzen, das nicht mit wollte. Super cool sieht die aus, völlig vegan, schön abgebunden, nicht zu fest, nicht zu wenig, richtig stabil. Einfach nur super soft, der Biskuit extrem feucht, die aromatische Füllung dann oben mit dem Abschluss des schönen Fruchtspiegels, ganz einfach ausdekoriert. Seitlich noch die Streusel, die sorgen für etwas Crunch. Ein richtig leckeres Rezept. Alle Infos zu Dr. Oetker findest du unterhalb des Videos zum Nachlesen. Rezept findest du auf meinem Blog. Schreib mir eine Rückmeldung. Wirst du diese Torte nachbacken? Bist du Veganer oder wirst du als Nicht-Veganer die nachbacken? Da bin ich gespannt. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.